So, guten Morgen, liebe Leute. Ich bin gerade wieder im Maulbacher Wald. Hinter mir ist die Schneise. Und ich gucke, was heute so passiert. Es ist jetzt ungefähr 10. Der Wald ist weitläufig gesperrt. Man kann im Prinzip gar nicht ran. Nur ich bin halt reingekommen wegen Presseausweis. Es war aber extrem lustig, weil irgendwie wo die Pressesammelstelle ist, waren sich die Menschen selbst nicht so sicher. Und ich wurde nach der 7. Nachfrage, habe ich sie noch gefunden. Ich glaube, also ja, viele sehr, sehr planlos. Das war eigentlich ganz witzig. Es gibt eine Sache von gestern, die ich noch korrigieren muss. Nämlich der Bulldozer, der blockiert wurde, hatte ein Werkzeug hinten befestigt, was dafür benutzt wird, Baumstümpfe vorauszuziehen. Und der ist in Richtung Maulbach gefahren. Das heißt, bei dem kann schon mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, so, ja, der wird für die Straße benutzt. So, hinter mir sind gerade die Räumungsarbeiten. Da wurde übrigens auch so direkt vor dem Baumhaus, wo Menschen drauf sitzen, ein Baum gefällt. Bisschen fraglich. Und das Höheninterventionsteam ist jetzt da. Also das von der Polizei, dieses Mal nicht das SEK. Und eben auch zwei Hebebühnen. Und die werden jetzt anfangen, das Ganze zu räumen und schneiden da schon irgendwie Äste ab. Tommy, ich habe ein lustiges Bild von dir gemacht, das schicke ich dir mal. Damit meine Idee. Das ist irgendwie schon ein krasses Bild hier, weil auf der einen Seite wird gerodet und Äste abgeschnitten und 10, 15 Meter weiter ist dann da das Baumhaus. Da hat jemand gerade auf den Baum gewechselt und ist auf einen anderen Baum. Und das Höheninterventionsteam kommt gerade hoch, da würde ich mal drauf halten. Bitte, da wolltest du nur Bescheid sagen, dass ich da bin. Du hast das Zeige, oder? Ja, natürlich. Ja, mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, denn ich habe gerade gesehen, dass die Person, die da oben in den Baum geklettert ist, auf der anderen Seite mit Cowtails gesichert ist, das heißt, halt an den Ästen einfach festgemacht ist und sich da immer Stück für Stück sichert, wie im Kletterpark so, und das ist erstmal beruhigend. So, gerade versucht die Polizei der einen Person, die sich am Baum festklammert, in der blauen Jacke, die Hände zu lösen und diesen provisorischen Klettergurt anzulegen, damit die Person nicht irgendwie runterkracht. Ja, und die andere Person, da versucht die Polizei jetzt ein bisschen den Baum freizuschneiden, um an den Menschen überbrannt zu kommen. Ein bisschen mehr als 2 Stunden sind jetzt die beiden Leute, die hier in den Bäumen waren, auf dem Boden und werden jetzt wahrscheinlich irgendwie mitgenommen, erkennungsdienstlich behandelt oder sonst was. Und ja, die Ruhungsarbeiten gehen weiter. So, es sind hier hinten tatsächlich mehrere Leute noch auf Bäume gestiegen. Und gerade ist die Hebebühne dabei, irgendwie Äste freizuschneiden und dann eben auch die Leute aus den Bäumen zu pflücken.
So, wir haben inzwischen wieder den Wald verlassen, auch wenn dort gerade noch weiter geräumt wird. Um uns den bürgerlichen Protest hier anzugucken. Und zwar haben hier Menschen, meistens aus der Region, also dann so aus Maulbach, hier aus Homberg oder eben Dannenroth und Appenroth und so, hier in Homberg einen Kreisel blockiert. Das haben sie auch schon gestern gemacht, da gab es dann auch ein paar Festnahmen, aber heute ist das Ganze, glaube ich, angemeldet. Ich bin jetzt bei der A5 und hier haben sich, wie am letzten Montag schon, Aktivistinnen von einer Autobahnüberfahrt abgeseilt. Das heißt, die hängen halt über der Fahrbahn in der Höhe, so dass der Verkehr nicht, also dass sie jetzt nicht umgefahren werden würden, aber dass eben trotzdem der Verkehr gestoppt werden muss. Und aktuell ist gerade auch die Räumung. Die A5 ist die Autobahn, auf die auch die A49 dann eben auflaufen würde. Das Ganze ist eine Protestaktion dafür, dass eben die A49 nicht gebaut wird und dafür, dass generell Deutschland aufhört, so viele Autobahnen zu bauen, weil es halt ökologisch einfach nicht machbar ist. Und außerdem hat das Ganze auch das Ziel, logischerweise weiter Druck auf die Regierung auszuüben. Ja, ich habe das ein bisschen übersehen. Eine Person hängt tatsächlich noch an der Brücke und zwar auf der anderen Fahrbahnseite. Und die Polizei baut sich jetzt gerade um, während die anderen beiden Leute dann schon verhaftet werden. So, die letzte Person wurde jetzt auch von der Polizei und der Feuerwehr abgenommen und festgenommen. Wir machen uns jetzt wahrscheinlich wieder auf den Weg in den Maulbacher Forst. Und ja, ich muss sagen, ich bin nicht häufig an der Autobahn. Es ist irgendwie der lebensfeindlichste Ort gefühlt. Es ist sehr, sehr laut, es ist sehr, sehr viel Beton und es stinkt. Also, keine Ahnung. War chilliger als der Verkehrsstand, aber nun ja. Ja, hier sind wir wieder beim unfassbar guten Outro. Oh Mensch, ich weiß echt nicht, was mit diesem Licht los ist. Heute war irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht so viel passiert, aber es ist irgendwie trotzdem mega anstrengend für mich. Und deswegen werde ich gucken, dass ich mir irgendwie einen besseren Arbeitsrhythmus suche, weil das geht so auf Dauer nicht weiter. Concrete Town wurde übrigens gestern noch geräumt. Das hat aber irgendwie niemand mitbekommen, weil die kein Netz hatten. Also Concrete Town, für alle, die es jetzt irgendwie nicht kennen, war die besetzte Baustelle der A49. Ja, die Rundungsarbeiten sind heute halt weitergegangen und wurden nicht wirklich aufgehalten, weil einfach die Polizei den Wald und alles darum komplett geflutet hat. Morgen werde ich wahrscheinlich noch relativ viel auf Achse sein, aber in den Tagen danach werde ich, denke ich, ein bisschen mehr hier in der Besetzung vom Dani sein und ein bisschen mit den Leuten hier reden.